Und jetzt ist ja bald wieder Zeit, bei manchen Menschen den Geburtstag des Propheten Sassalam zu feiern. Was kannst du für eine Nasiha an diese Menschen geben? Was ist das Urteil über das Feiern des Geburtstags vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam? Natürlich, Shaitan ist listig, liebe Geschwister. Er kommt zu den Leuten auf unterschiedliche Wege. Zu manchen kommt er und er sagt zu ihnen, warum feiern die Christen den Geburtstag von Jesus und ihr feiert nicht den Geburtstag von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Seht ihr, wie listig der Shaitan ist? In jedem Falle, wir stellen denjenigen, und ich sage es zuvor, dass eine Bid'ah eine Neuerung. Wir stellen denjenigen eine Frage, die den Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam feiert. Und wir stellen eine sachliche Frage. Liebt ihr den Gesandten sallallahu alaihi wasallam mehr als Abu Bakr? Was sagt ihr? Nein. Mehr als Umar? Nein. Mehr als Uthman? Mehr als Ali? Nein. Wenn diese Sache mit der Liebe verbunden wäre, wer hätte es uns vorgemacht? Die Sahaba, die ihn am meisten geliebt haben. Frage, warum haben sie es nicht getan? Warum hat das nicht Abu Hanifa getan? Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed. Sie haben nicht mal über diese Angelegenheit diskutiert, weil in dieser Zeit wurde das nicht gemacht. Ibn Kathir, rahimullah ta'ala, sagte, das kam erst 600. Die Bataniyya, die haben das eingeführt. Die haben das eingeführt. Und das Volk, die natürlich Juhal waren, sind diesen Führern gefolgt. Und seitdem feiern sie das, den Geburtstag vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das Erstaunliche bei der ganzen Sache, wir fragen, welchen Geburtstag? Niemand weiß, wann der Prophet sallallahu alaihi wasallam geboren wurde. Niemand weiß das. Wir wissen nur, dass am 12. von welchem Monat er gestorben ist. Sallallahu alaihi wasallam. In welchem Monat ist er gestorben? So kennt ihr den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Abu Khubayr. Rabi al-Awwal. Der 12. von Rabi al-Awwal. Da ist er was? Geboren oder gestorben? Was machen die Leute der Bid'ah? Da feiern sie seinen Geburtstag, wo er gestorben ist. Möge Allah Azzawajal uns bewahren. Es gibt Überlieferungen, die die Sira-Gelehrten geschrieben haben. Das war der 2. von Rabi al-Awwal oder der 8. oder der 10. oder der 12. Das alles ist ohne Beweis, wie die Gelehrten von At-Tahqiq, das bedeutet, die Hadithe genauestens überprüfen. Sie haben gesagt, das ist alles schwach und nicht annehmbar. Also bleibt die Frage offen. Wir wissen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist an einem Montag geboren. In welchem Monat? In Rabi al-Awwal. Das wissen wir. Jetzt kommt aber die entscheidende Frage. Welcher? 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 Tag. Und wenn wir ihn nicht kennen, wie können wir seinen Geburtstag feiern? Und wenn wir behaupten, wir lieben ihn, so hat Allah Azzawajal uns ein klares Zeichen hier gegeben. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ. Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Das heißt, wem sollen wir folgen? Den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Habt ihr einen einzigen Hadith oder im Koran, dass wir dazu aufgefordert wurden, den Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu feiern? Habt ihr so etwas? Nein. Warum sollen wir das dann tun? Hat er uns verpasst, etwas zu sagen, sallallahu alaihi wa sallam? Vielmehr hat er gesagt, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fawarad. Derjenige, der in unserer Religion etwas hinzufügt, etwas einführt, so muss er was abgewiesen werden. Bedeutet, es wird nicht von ihm angenommen, liebe Geschwister. Und Ibn Umar radiallahu anhu arda, er sagte, kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Jede Neuerung ist eine Irreführung. Bedeutet, führt wo rein? In das Höllenfeuer, selbst wenn die Menschen es als etwas Schönes sehen. Weil was werden dir die Leute heute sagen? Warum haben sie sich versammelt in den Moscheen? Das ist was Schönes. Wir wollen zusammen sein. Dann sagen wir ihnen, subhanallah, ihr habt doch Feste. Welche Feste haben wir im Islam? Wir haben Eidain. Wir haben die zwei Feiertage. Was haben wir noch? Jeden Freitag ist für uns Eid. Deshalb reicht euch das nicht? Subhanallah. Nö, wir brauchen noch einen extra Tag. Die Absicht ist es, sagen sie. Die Absicht, subhanallah malik. Heißt das, wenn die Absicht richtig ist, dann ist die Tat richtig? Antwort falsch. Das ist falsch. Okay, einer hat eine gute Absicht. Er möchte seine Kinder versorgen und seine Frau. Gute Absicht? Okay, jetzt verkauft er aber Schweinefleisch und Alkohol. Ist seine Tat gut? Heißt das jetzt immer, die Tat geht mit der Absicht einher? Natürlich nicht. Wenn dein Ziel haram ist, kann dein Mittel niemals halal sein. Das ist das, was die Usuliyun, die Leute von der Grundlage gesagt haben. Die letzte Frage, inshallah ta'ala.